Ich habe mir mal wieder eine neue Vollgesichtsschnorchelmaske bestellt und die wirkt schon wirklich sehr, sehr interessant. Es ist nämlich eine Maske mit zwei Schnorcheln dran und heute packen wir mal die Maske aus, schauen uns mal theoretisch an, was die Maske alles so kann und in einem weiteren Video dann folgt natürlich der Praxistest und hinterher weißt du dann, ob diese Maske eventuell was für dich sein könnte oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte. Also, los geht's! Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen auf Mit Neugier unterwegs, der Naturkanal, der sich auch intensiv mit dem Thema Schnorcheln auseinandersetzt und ja auch heute das zweite Unboxing macht. Ich habe mir hier wirklich eine sehr interessante Schnorchelmaske bestellt. Das ist die HJKB K2 Maske. Ja gut, der Name ist jetzt nicht gerade so toll. Der Name ist nicht ausschlaggebend. Du findest nämlich diese Maske unter sehr vielen verschiedenen Anbietern, unter anderem zum Beispiel auf Amazon. Und vor allen Dingen auch zu sehr unterschiedlichen Preisen. Falls du dieses Produkt interessant findest, kannst du ja mal unten in die Links schauen. Wir haben da nämlich Affiliate-Links reingestellt. Da findest du auch die Maske zu einem wirklich sehr günstigen Preis. So, aber genug der Worte. Packen wir das Ganze mal aus. Ich habe mir die Maske übrigens in Größe L und XL bestellt. Ja, nur falls du wissen möchtest, wie so die Größen quasi sind und wie die auf dein Gesicht passen. Also bei mir habe ich jetzt L bis XL bestellt und schauen wir mal, wie es bei mir so passt. So, jetzt haben wir hier erstmal ganz viel Plastik. Ja, das können wir alles zur Seite packen. Dann haben wir hier die Maske. Oh, alles. Drehen wir das mal um. Ach, okay. Hier unten haben wir einen Zettel. Hab gar nicht mitgekriegt. So. Das wirkt auf jeden Fall schon mal hochwertig. Das finde ich ganz toll. Ja, hier ist alles auch ein bisschen beschrieben, wie man das Ganze zusammensetzt. Hier ist das alles ganz genau erklärt mit dem CO2 und dies und jenes, aber dazu kommen wir gleich noch mal ganz genau. Ja, und ja, hier steht dazu einiges. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Legen wir aber erstmal zur Seite. Kommen wir mal zur Maske. Blub, raus. Ja, ich habe die Farbe schwarz-blau gewählt. Es gibt auch andere Farben, zum Beispiel einfach komplett schwarz. Aber ich wollte jetzt einen kleinen Hingucker haben, deswegen habe ich schwarz-blau gewählt. Und hier sieht man schon, ja, das ist quasi wie fast jede andere Vollgesichtsmaske auch. Nur, dass nicht hier oben dieser Schnorchel ist, ja, wo er sonst immer ist, sondern ja, hier vorne sind zwei Schnorchelventile. So, und dann sieht man schon, hier ist noch einiges mit dabei. Hier haben wir so ein kleines Tütchen, dazu kommen wir gleich. Erstmal gucken wir uns mal hier die Schnorchel an. Ja, da hat man zwei Schnorchel. Zack, okay. Das ist einmal Schnorchel, noch ein Schnorchel. Und ja, dann haben wir hier vorne quasi, hier haben wir den Aufsatz. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Hier oben ist ein Dichtungsring. Ach, guck mal, kann man gar nicht falsch machen. Man kann es nur in eine Richtung, also zack. Finde ich schon mal auf jeden Fall sehr gut. Durch die Form kann man es nicht falsch machen. Zack, raufgepresst. Schon haben wir die beiden Schnorchel. Ja, so sieht das Ganze aus. Legen wir auch erstmal kurz zur Seite. So, ich habe, wohin hier? So. Okay, hier haben wir noch ein kleines Tütchen. Da haben wir einiges drin. Ich hau mal hier, das Plastik muss hier weg. So, ja, haben wir hier ein Tütchen. Ich kipp das mal einfach aus. Gucken wir mal, was da so alles drin ist. Ja, Tüte weg. So, hier haben wir erstmal zwei Ohrenstöpsel noch. Ja, die kann man sich so in die Ohren reinpacken. Für manch einen ist es ja recht unangenehm, wenn man schnorcheln geht und man kriegt Wasser in die Ohren. Ja, manche haben da auch wirklich sehr, sehr empfindliche Ohren. Deswegen, ja, ist das schon gar nicht so verkehrt. Man kann auch stinknormale Oropax nehmen, wenn man die irgendwie hat. Aber es ist ja ganz nett, dass die auf jeden Fall hier dabei sind. Ja, dann haben wir hier quasi eine Action-Cam-Halterung. Ja, gleich alles mit dabei, auch mit, ja, quasi mit Schraube. Das ist auch nicht schlecht. Was ich wirklich hier wirklich sehr, sehr gut finde, ist, man hat hier quasi die Halterung, man hat hier die Maske und man kann es quasi, ja, separat benutzen. Also wenn ich sowas überhaupt gar nicht habe, ich finde das bei manchen Masken immer ein bisschen doof, wenn das oben drauf sitzt, es sieht natürlich doof aus. Und hier ist es natürlich ganz praktisch, ja, wenn ich eben keine Actioncam habe, lasse ich es weg. Und wenn ich eine Actioncam benutze, dann kann ich das hier quasi einfach so ranklipsen. Zack, schon kann man die benutzen. Hält auch auf jeden Fall, also da würde ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken machen, das hält. So, dann haben wir hier noch eine Sache mit dabei und zwar liegt hier noch so ein kleiner, ja, ich sag mal, so ein kleines Silikonteilchen. Ja, was könnte das wohl sein, ne? Das ist ganz wichtig, denn ihr habt natürlich hier drin in der Maske,
ja, da habt ihr natürlich so ein paar Ventile. Hier sieht man ja quasi der gleiche Pinöckel, wie der hier hinten dran ist. Und wenn mal sowas verloren gehen sollte, dann ist es ganz praktisch, dann kann man das ersetzen. Ja, und deswegen ist es nicht schlecht, das würde ich auch auf jeden Fall aufheben. Ja, denn wie gesagt, wenn das mal abfallen sollte, es kann durchaus mal passieren, je nachdem, wie oft und wie lange und wie intensiv man so eine Maske einsetzt, dann kann das auf jeden Fall mal abfallen und dann hast du das, falls du es verlieren solltest, auf jeden Fall als Ersatz, kannst wieder reinsetzen und die Maske komplett benutzen. Wunderbar, finde ich sehr, sehr gut. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum Eingemachten. Ich setze mal hier die Schnorchel ran. Ja, und auch da muss ich mal wieder gucken. Ach, das ist auch wieder kinderleicht. Da gibt es eigentlich auch bloß eine Methodik, die ranzusetzen. Das machen wir mal. Zack. Geht ein bisschen schwer. Aber zack. Wunderbar. Maske ist komplett. Ja, ist natürlich schon ein ganz schönes Ungetüm. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wozu das Ganze? Warum sieht die so aus? Warum ist nicht oben, wie bei anderen Vollgesichtsschnorchelmasken, ein Schnorchel auf dem Kopf? Ja, hier ist nämlich das Praktische, dass du dir wirklich um CO2 und dies und jenes überhaupt keine Sorgen machen musst. Hier oben, durch die beiden Schnorchel, kommt die Luft rein. Da sind auch übrigens wieder diese ganz typischen Bälle drin. Das heißt, wenn du abtauchst, verschließen sich die Schnorchel, da kommt kein Wasser rein und alles ist wunderbar. Ja, das heißt, hier kommt die Luft rein. Ne? Zwei Rohre, Frischluft kommt rein, wunderbar. Wie beim Ameo Power Breather, vielleicht hast du das Video gesehen. Und jetzt geht die ausgeatmete Luft hier vorne wieder raus. Da kommt es dann auch zu keiner Vermischung der Atemluft und somit ist das natürlich wunderbar. Also von der Theorie her gefällt mir die Maske auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich habe erstmal ehrlich gesagt so die Bedenken gehabt, dass mir die dann doch zu groß ist. Beim Schnorcheln ist ja das Praktische, man braucht nicht viel, man braucht nur eine Maske. Ja, dann braucht man vielleicht noch ein paar Flossen und schon kann man abtauchen. Ja, hier sieht die natürlich schon recht groß aus, aber dadurch, dass man natürlich das Ganze auseinanderbauen kann, ist das Packmaß eigentlich auch wieder relativ klein. Also ich finde das ganz angenehm. Schön wäre es noch gewesen, muss ich zugeben, wenn quasi in der Verpackung hier auch noch so ein kleiner Beutel drin gewesen wäre, wo ich das alles einfach reinschmeißen kann und dann habe ich es im Rucksack. Ja, so geht hier auch nichts verloren. Das ist leider nicht dabei, aber das ist nicht so schlimm. Hat man ja eventuell noch zu Hause. Upsala. Da geht schon was verloren. Aber was auch toll ist, dass die Schnorchel komplett beweglich sind. Hier, wenn man das so sieht, zack, ist komplett beweglich. Das heißt, wenn du quasi immer so, also Augen quasi auf den Meeresgrund gerichtet, dann kannst du deine Schnorchel natürlich auch so richtig schön nach oben machen. Zack. Und so hängt die ganze Zeit die Schnorchel über Wasser, während du natürlich unten ganz normal ausatmest. Dann werde ich sie mal kurz aufsetzen. Tja, so bleibe ich heute. Die setze ich nicht mehr ab. Läuft ja. Nein, Spaß beiseite. Also die Maske trägt sich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, das Ganze wirkt sehr vielversprechend. Interessantes Produkt. Schauen wir auch mal, ob es in der Praxis hält, was es in der Theorie verspricht. Ja, und das heißt, ich schnappe mir jetzt die Maske, fahre in den See, gehe schnorcheln und ihr seht das Ganze im nächsten Video. Und währenddessen solltest du dir vielleicht auch irgendeine Maske schnappen, egal welche du gerade zur Hand hast. Hauptsache, du gehst raus, gehst schnorcheln und bist auch das nächste Mal wieder mit Neugier unterwegs. Mach's gut! Thank you.